Hallo, meine Lieben, ich stelle euch heute den Rex hier vor. Jetzt fragt euch jetzt sicher, woher kriegt man überhaupt das, weil dieser Hund, der war tausendmal überall vergriffen. Den habe ich online bekommen. Den habe ich heute eben erst abgeholt von Dings. Da bin ich, glaube mit einem Bekannten bin ich da hingegangen und habe mir den Hund da geholt. Ich bin völlig zufrieden. Wir schauen uns gleich den Hund genauer an. Und weil ich kann euch nicht viel über den Rex erzählen, weil der erst neu ist für mich. Aber ich kann euch wirklich ein paar Details auch zeigen. Ich finde, der Hund ist sehr, sehr gut gelungen. Sie haben mal ein bisschen mehr Plastik wieder gespart, wollten wieder die Welt retten und so. Dann würde ich jetzt sagen, zeige ich euch, das Fahrzeug zeige ich euch dann vielleicht noch auch noch mal. Also, ich fange jetzt mal, wo fange ich denn hier am besten an? Also den Kopf haben sie hier echt schön gestaltet. Ist ein bisschen, ist schön. Schöne Details sind hier auch zu sehen. Die Augen sind ganz einfach schwarz. Denn hier der Helm wurde in einen schönen Türkis hier gegossen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Da oben sieht man nochmal das Logo dieser Hundepfote da. Ja, man sieht hier ein bisschen Farbablauf, war ja auch gebraucht. Hat ja auch nur 9 Euro gekostet, das Ding. Meine Kamera spinnt, ich weiß nicht, ob man es von der Kamera aus sehen kann. Also, man sieht ja auf jeden Fall hier schon mal diesen grünen Anzug. Der gefällt mir auch richtig gut, haben sie auch schön gemacht. Diese Schnalle oder dieser Gürtel da geht hier auch super gut weg. Haben sie auch schön gemacht. Sieht man jetzt auch ganz super, das, so sieht es nochmal von hier aus. Man sieht auch diesen schönen, das schöne obere Blaue. Man sieht hier hinten den alten Rollstuhl. Den Schwanz haben sie hier komplett angemacht. Also der ist nicht so extra wie bei dem Chase. Also ansonsten ist es eine schöne Figur. Der Rollstuhl ist hier fest. Gefällt mir also so richtig gut. Die Pfoten sind hier unten hohl, die vorderen. Das untere vom Bauch haben sie auch sehr schön bemalt. Gefällt mir auch richtig gut. Den Rollstuhl haben sie ein bisschen silber gemacht. Gefällt mir auch richtig gut. Haben sie hier von hinten auch nochmal blau bemalt. Ja, zu dieser Figur kann man auch wirklich echt sagen, hat Spin Master was Gutes rausgemacht. Nur schade, dass man halt keine beweglichen Beine hat, so wie früher. Ja, ansonsten haben die hier noch so schön, vielleicht mit cremefarbig, nicht so weiß, sondern ein bisschen cremefarbig haben sie gemalt. Oder von der Kamera sieht man es jetzt nicht so gut, aber ansonsten ist es eine schöne Figur. Ich zeige sie euch mal. Ihr seht es jetzt. Dann würde ich sagen, kann ich jetzt mal das Fahrzeug, zu dem Fahrzeug kann ich euch auch nicht so genau dran erzählen, aber ich werde es zumindest probieren. Das Fahrzeug, ich tue jetzt mal meine Kamera hier ein bisschen hinrichten, damit man das auch hier ein bisschen sieht. Also, das Fahrzeug haben die hier wirklich echt schön bemalt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allem, man sieht hier wunderschöne Farben eigentlich. Ganz einfach, es gibt hier noch ein großes Teil, noch einen größeren, der kostet mir allerdings zu viel. Und ich mag ja auch den Rex, seinen neuesten irgendwie auch. Man kann ja da auch reintun. Allerdings kann man den Hund jetzt, wenn ich ihn jetzt hier reinlegen würde, kann man den hier auch einfach so reintun. Man kann aber entweder entscheiden, ob man es vorne macht oder nicht. Dann haben die hier hinten das richtig cool gemacht, richtig schön geschaltet. Das wurde, glaube ich, silber oder grau, so ähnlich wie bei Rex von den Gelenken da gemacht, von dem Rollstuhl oder weiß ich jetzt nicht. Man sieht die Räder, die sieht man hier auch ganz klar und deutlich. Das ist richtig, richtig, gefällt mir auch richtig gut. Die sind auch vor allem ultra dick, weil es muss ja auch so sein. Ich habe ja die Folgen auch gesehen und so. Schönes Blau, ist ein schönes Blau, passt auch sehr gut zu der Ausrüstung dazu, die wo der Rex auch anhat. Ja, so sieht es halt nochmal von so aus. Ja, eigentlich hat man hier gute Chancen, dass hier sich auch das zu kaufen. Also das Set lohnt sich echt. Ich lasse euch auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung, werde ich auf jeden Fall euch da lassen. Dann könnt ihr euch das halt mal anschauen. Schaut allerdings gut auf die Preise und achtet ganz genau, wie viel es kostet. Wenn es zu teuer ist, dann wartet mal lieber. Weil das Ding, das gab es ja erst dieses Jahr. Und ich, ja. Dann stelle ich nochmal den Hund kurz da rein. Dann kann ich euch das Ganze nochmal zeigen. Ich stelle den Hund jetzt nicht verkehrt rum, aber der Kopf soll ich gerade drehen, sonst sieht man den Hund nämlich nicht, weil der ist nämlich
durchschnittlich ein bisschen zu klein. Ihr seht, so sieht man den Hund. Aber wenn ich ihn jetzt umdrehen würde vom Kopf, dann würde man das gar nicht mehr ganz so gut sehen. Ich finde, es ist ein relativ schöner Hund. Ich habe ihn, als ich mir die Folge angeschaut habe, war ich gleich total fasziniert. Ich habe mich sofort irgendwie in ihn verliebt und so. Und ja, der Verwandte, was mir den ja gekauft hat, das war ja auch ein Weihnachtsgeschenk, das wollte ich ja auch, weil ich war so scharf auf diesen Hund und der überall vergriffen war und jetzt habe ich ihn halt so bekommen. Das war so ein Video zum Rex. Haut rein, Leute. Ciao!